3. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Clever TV. Hier vom Caravan Salon 2021, Modelljahr 2022. Und ich schalte mal einen kleinen Gang runter, ne, weil es ist also wirklich viel, ne? Ja, ist ein Hammer. Viel auf einmal, ja. Ja, nee, nicht wegen der, da kann ja gar nicht genug sein. Kann ja nie genug sein, ne, von Highlights und Neuheiten. Aber wir kommen jetzt in den etwas gesetzteren Bereich und wir verändern uns jetzt von 5,40 Meter, wo wir ja eben drei fantastische Fahrzeuge gezeigt haben, drei echte Neuheiten von Clever, kommen wir jetzt zu einem, ich sag mal, schon etwas traditionellen Klassiker der Clever Modellreihe. Und das ist ein Fahrzeug, welches auch immer einer ständigen Weiterentwicklung unterliegt. Und nach dem Corona-Jahr, nach dem Jahr, wo alles ein bisschen runtergefahren werden musste, damit die Produktion reibungslos läuft und es nicht zu irgendwelchen großartigen Hängern kommt, wurden ja ein paar Fahrzeuge im letzten Jahr nicht gebaut und jetzt ist er wieder da. Endlich, nämlich unser Clever Flex Kids. Und da haben wir der Clever Flex Kids, oder man kann auch schon Flex Family nennen, ist also 6,36 Meter, hat das H3-Dach, ein bisschen höher. Ja. Das sieht man daran, wir haben eine Seitenwandmarkise, die hier montiert ist. Und durch diese Seitenwandmarkise gibt das dem Fahrzeug auch so ein bisschen Dynamik, sieht sehr, sehr schön aus. Und ja, ich würde sagen, Herr Schalder, Sie kommen mal ein bisschen näher und wir schauen uns das Ganze an, denn beim Clever Flex ist es also so, dass wir hier jetzt die Kombination aus einem Längsschläfer haben und einem weiteren Festbett, welches dann mit, ich sag mal, 3, 4 oder wenn man einen Zusatzsitz wählen, sogar 5 Personen genutzt werden kann. Ich gehe einfach mal rein und es ist also so, dass wir ja bei Clever eine ganz, ganz tolle Sitzbank haben. Die durchgehende, die gehört ja zum Serienumfang. Wenn Sie jetzt aber kleinere Kinder haben und die diese Isofix-Sitze haben, die Kindersitze, da bietet es sich an, diese Bank zu wählen hier. Weil hier haben Sie die Möglichkeit, den Sitz ein paar Zentimeter auseinander zu rücken und jeweils noch hier eine Armlehne runter zu klappen. Ich zeige Ihnen das mal, das sieht dann so aus. Die kann man dann hier auch einstellen in der Höhe. Das sind die Pilotensitze, oder? Das ist die Pilotensitzbank, ja. Genau. Das ist auch ein sehr schöner Schutz hier, ja. Weil bei dieser Sitzbank ist es etwas anders. Da schnallen wir uns von innen nach außen an. Und damit sie also auch seitlich geschützt sind, kann man dann eben hier die Armlehne entsprechend so positionieren. Und die Kindersitze haben dann ja noch immer diesen Hosenträgergurt, sodass sie also den optimalen, optimalen Schutz haben. Die Bank ist sehr schön und was richtig cool ist, ist auch, dass nämlich jeder Sitz eine Armlehne hat, auch der innere. Und dadurch, also ich habe ja selber 2 Kinder großgezogen, die sind ja jetzt beide über 20. Und der Leo ist ja übrigens am Studieren, der kann leider dieses Jahr nicht mit am Caravan-Salon sein. Ich soll Sie aber schön grüßen. Ne? Also wenn Sie, was macht denn der Leo? Was macht denn eigentlich Ihr Sohn? Ja, ich grüße Sie im Namen von meinem Sohn. Der ist am Studieren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, früher, die haben sich ja immer gezankt. Ne? Das war ja dann schon der erste. Ganz früher, wann sind wir da? Ne? Und dann haben wir ja so, oh, vielleicht so um 16:30 nachmittags, also 16.30 Uhr. Wir sind ja immer nach Italien gefahren zum Camping Residenze. Das ist zwischen Cavallino und Jeslo ein wunderschöner Campingplatz. Ja, jedes Jahr sind wir da natürlich hingefahren und immer die Frage, wann sind wir da? Ja, das war dann jede halbe Stunde und dann haben wir natürlich immer gesagt, ja, hat sich nichts geändert. Ne? So, und dann ging es dann los. Ne? Irgendwann so nachmittags sind die unruhig geworden, wir hatten die Armlehne nicht und dann ging da mal so ein Hieb in die Seite, ne, von meinem Sohn oder meiner Tochter, ne, als sie noch so klein waren und Theater, ne? Sie kennen das. So, irgendwann war dann die Frage, sind wir da? Habe ich gesagt, guck auf das Navi, da steht die Ankunftszeit drauf. Ne? Dann hatte ich mir das schon gespart. Ja? Und dann haben mir im Prinzip nur diese Armlehnen gefehlt. Und die sind eben hier bei dieser Bank dabei. Und das finde ich eben richtig schön, weil da trägt eben auch zu einer entspannten Urlaubsfahrt bei. Und ja, verhindert Stress. Die Bank selber, die können wir auch noch so ein bisschen hier, gucken Sie mal hier, weil es gibt ja
normal, Komfort und Rotwein, die gibt es natürlich auch, diese Stellung. Und Sie haben Sie gesehen, wie sich das hier verändert hat, die Rückenlehnneigung. Ja? Das gehört eben auch mit zu der Besonderheit von dieser Bankkonstruktion. So, schauen wir mal weiter. Ansonsten haben wir hier Ausbauholz Eiche Tindari mit den serienmäßigen Klappen in Weiß. Und wir haben hier die anthrazitfarbenen Abschlussleisten. Das ist eine Design-Sonderoption, genau wie der anthrazitfarbene Tisch. Und die anthrazitfarbene Küchenplatte auch. Verleiht dem Fahrzeug also einen unheimlich eleganten und stilvollen Charakter. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja, der Küchenblock selber ist ein alter Bekannter. Den haben wir ja auch beim Celebration und auch beim Runner. Und da kann der Herr Schneider mal ein bisschen reinkommen. Und da gucken wir uns das mal an. Wir haben also hier wieder den Vollauszug der Schubladen. Drei Stück an der Zahl. 1, 2, 3. Und die hervorragende Erweiterung. Und da ist auch für diejenigen, die bei Clever TV sich das jetzt hier zum ersten Mal anschauen. Also hier ist eben alles sehr, sehr solide. Und wenn wir uns das hier unten drunter anschauen, da haben wir die bestmögliche Verankerung der Küchenerweiterung, die dann noch mit der intelligenten Öffnungsmechanik konstruiert ist, so dass es auch wunderbar klappt. Ein tolles Kochfeld, wo sie wunderbar, da können sie sagen, Kinder, heute kocht ihr mal. Heute kocht ihr mal. Ne? Und da machen sie den einfach leicht. Dann sagt er, jetzt schlägst du mal ein Ei in die Pfanne und legst mal eine Scheibe Schinken dazu. Ne? Und dann gibt es Bacon and Eggs. Und ja, können sie alles hier machen oder kochen ein paar Nudeln und wenn das Wasser dann mal von den Nudeln überläuft oder vom Reis, ist das kein Problem. Ist ja hier tiefgezogen, alles in einem. Ja, mach ich mal zu. Kühlschrank als Raumteiler hier in der Mitte positioniert. Wir haben also jetzt hier in dem Fall einen 90 Liter Kühlschrank und das ist Gefrierfach, so. Ja. Ja, Gefrierfach ist auch mit dabei, wobei man sagt, ich mach's mal auf. Mhm. Wobei man sagen muss, dass es also auch bei den Kühlschranklieferanten so ist, dass es jetzt nicht gesagt ist, dass wir grundsätzlich den gleichen Kühlschrank bekommen, der jetzt hier zu sehen war, sondern es kann also durchaus sein, dass es auch ein anderer ist. Ah, da war noch in der, so rum ist richtig. So, hier unten drunter ist auch noch ein kleiner Schrank mit Auszugstange hier oben. Und das ist eben sehr wichtig, dass gerade wenn Sie jetzt mit der Familie unterwegs sind, eben entsprechender Stauraum vorhanden ist. Und deshalb haben wir jetzt hier nicht nur das besonders geräumige Badezimmer, welches eben mit der Lamellentür ist. Und da sage ich Ihnen gleich nochmal ein Familienhighlight wegen der Lamellentür. Sie haben auch hier bei dem Fahrzeug, bei unserem Familienflex hier, die vergrößerten Oberschränke, wo Sie wirklich sagen, so, jede Person hat auch ein eigenes Fach, wo jetzt die Hygieneartikel untergebracht werden können. Überhaupt sind die ganzen Oberschränke bei dem Fahrzeug hier viel geräumiger wie bei den normalen Versionen, weil wir ja eine Dacherhöhung um 30 cm haben. Also wir haben jetzt hier eine Fahrzeughöhe von ungefähr 2,93 m. Und das ist eben so, dass wir hier dann auch die Oberschränke haben, hier mit dieser Klappe und da drüber dann mit Push. Ne? Das ist deshalb, aha, damit dann das Design eben darunter hier in dem Bereich nicht leidet. Ne? Sieht sehr, sehr schön aus. Ne? Also ich finde es wirklich klasse. Vor allem auch hier, ich weiß nicht, ob Sie da drauf haben, mit den Kombinationen dann auch, ja, wenn wir die dunklen Klappen nehmen, mit den dunklen Umleimern. Hier oben ist auch noch ein tolles Ablagefach über der Türe. Hier sind ja unsere entsprechenden Bedienelemente. Dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch für einen Schrank haben. Hier haben wir dann noch praktisch auch noch einen weiteren Stauraum für Geschirr oder so. Auch riesig, das ist auch zweigeteilt. Gucken Sie mal, das ist also schon enorm. Ja, müssen wir ein bisschen zurück, glaube ich, sonst gehen die Dimensionen nicht klar. Ja, so ein bisschen zurück, genau. Ich mache mal wieder zu. Und ja, dann kommen wir im Prinzip zum Schlafbereich. Und da ist es jetzt so, wie Sie es jetzt hier sehen, ist es im Grunde genommen die Variante
für 4 Personen. Das heißt, wir haben hier das obere Bett als Doppelbett ausgeführt und das untere Bett eben in der Längsbettvariante. Soll ich mal von draußen besser filmen? Kommen Sie her, ich gehe mal raus. Ja, filmen wir von hinten. Ja. So, dann sehen wir vielleicht ein bisschen besser. Zack. Jawohl. Das, ja, das ist ja jetzt hier im Grunde genommen der untere Grundriss von dem Fahrzeug, ist der gleiche Grundriss, wie der beim Clever Runner ist. Ja, also das ist im Prinzip 1:1 übernommen. Und da haben Sie ja die Möglichkeit, Einzelbetten zu machen. Oder wir können auch hier das Kuschelkissen einlegen. Und dann haben wir hier die riesige Bettlösung. Und ich hatte ja eben gesagt, Sie können auch mit 5 Personen hier bequem verreisen. Hier können Sie also auch gut zu dritt liegen. Also ja, das ist kein Problem. Wir haben hier eine Bettenlänge von über 1,85 Meter und auf der Seite sind wir knapp über 2 Meter. Bei einer Breite in der Form hier muss ich mal eben gucken, weil der ist ein bisschen, nee, die ist auch verändert. Also ich würde jetzt fast sagen 1,90. Ja, sag mal, guck mal hier. Super. Das ist verändert worden. Früher ging das hier so ein bisschen rüber und da hat Clever jetzt den Holm versetzt und das Bett ist größer als früher. Das ist richtig super. Da können Sie sogar lacht die Koralle. Da, ja, können, genau, Sie sogar quer drin schlafen. Ja. Unglaublich. So, super. Also das ist das Richtige hier für die Eltern oder wenn Sie jetzt 3 Kinder haben, für 3 Kinder und dann schlafen Sie oben, dürfen Sie nur nicht ganz so groß sein, weil oben, da sind wir bei gut 1,70 Meter an Betthöhe. Ja. Ich bin oben. Nicht Betthöhe, Liegeflächenlänge. Ja. So. Das sind wir. Ja, ich gehe auch mal hier hoch. Ich bin ja 1,78. Ich guck mal, wie das jetzt hier ist. Also für die Kinder, für die Kiddies schön. Hier können sie dann Mickey Mouse ablegen oder so. Donald Duck. Handy haben die ja heutzutage auch. Spielekonsole. Gibt es eigentlich schon ein Gameboy, Herr Schneider? Boah, gibt bestimmt. Gibt bestimmt, ne? Also früher. Meine Kinder sind auch schon groß. Ja, ja. Früher, ich weiß noch, da kam das auf, da war ich dann rausgewachsen, aber kam der Gameboy auf, der kam dann dahin. Meine Kinder hatten noch einen früher. Ja, ja, also ich komme jetzt hier, ich bin 1,78, ich komme jetzt hier nicht ganz so, das ist ein bisschen kurz für mich, aber das ist ja eben auch ein Familienfahrzeug. Ja. Und da geht es ja um Kinder. Meine Frau ist 1,58 Meter, die wird sich hier oben wohlfühlen. Meine Frau auch übrigens, 1,58 Meter. Die beiden kämen unter. Ja, dann schlafen wir unten und die oben. Dann machen wir das so. Ja, dann haben wir natürlich hier auch noch Schränke, ne? Ist klar. Rechts und links. Und auch. Also die öffnen logischerweise dann. Ich komme wieder rum. Ich wollte nur mal eben das Fenster auch hier oben mitnehmen. Ja, auch sehr schön. Sei den Kindern auch gegönnt. Genau, so, dann haben die auch Luft. Bevor ich nach unten komme. Ja. So. So. Da bin ich wieder. So. Ja. Sehr schön. Ich mache meine Tür auf. Also hier ist der Schrank. Guck mal, noch ein Kleiderschrank mit Kleiderbügel hier. Guck dir das mal an. Ja, da ist auch ordentlich Platz. Also für Family, Kind und Kegel. Und hier auf der Seite dann auch nochmal mit Zwischenboden. Weil das Hochdach ausmacht, oder? Ja, das ist Wahnsinn. Ja, das sind 30 cm, ne? Die stehen mehr zur Verfügung. Boah. Da kann man einiges mit anstellen. Ja, ja. Und es ist also auch so, wenn Sie jetzt natürlich sagen, wissen Sie, Herr Büsken, das ist zwar schön und gut, die Schränke, die Sie uns da gezeigt haben, aber wissen Sie, was wir mit den Kindern alles immer mitschleppen? Schuhe, dann eine kleine Schippe für den Strand, ein Sieb, um Steinchen aus dem Sand zu sieben und Gummistiefel, dann sage ich, haben Sie recht. Kein Problem. Da kaufen Sie sich dann entsprechend diese Stauboxen im Baumarkt. Das sind so DIN-Boxen. Da kriegt jedes Kind noch eine Box. Da können Schuhe rein, da kann auch mal eine Jacke rein und da können andere Utensilien rein. Und hier unterm Bett haben Sie so viel Platz, da können wir gleich nochmal von draußen filmen, dass Sie das alles unterkriegen. Ich nehme jetzt mal die Kamera entgegen. So, mal gucken, dass wir da keinen. So, da ist der Herr Schneider, der hat es sich bequem gemacht. Der sitzt da, hören Sie mal, gucken Sie schon. Ich bin die ganze Zeit am Rumlopen. Ja, ja, ja. Das erste Mal, jetzt sitze ich, als wenn er schon die ganze Zeit sitzen würde. Ja. Nein, das meine ich nicht. Sie sitzen da, wie als würden Sie im Urlaub sein. Ja, super. Ja, gucken Sie mal, über ihn, da ist noch ein toller Stauraum.
Ne, da ist nämlich auch noch mal riesig und das ist im Prinzip auch noch mal eine Möglichkeit. Das ist nämlich gigantisch, ne, was sie da an Platz haben. Es ist dann leider ein bisschen dunkel. Boah, Herr Büskel, jetzt mal ohne Flachs. Ne? Ja. Ich komme hier hinten mit dem Arm gar nicht bis zum Ende dran. So, jetzt ja. Ja, ne, also hier ist noch mal unendlich viel Platz, wo sie was unterbringen können. Richtig, richtig gut. Boah, hier hinten komme ich nicht. Warte mal. Ja, da müssen sie auch nicht dran. Warte mal. Boah, so viel. Ja, guck mal hier. So, also Platz und vor allem auch Höhe. Ne? Das ist jetzt das Entscheidende. Wir können ja mal... Boah, Entschuldigung. Boah. Ja, die sind natürlich ordentlich gefedert. Ne? So, also und das Ganze können sie dann noch optisch sehr elegant schließen. Und wirklich schön gemacht. Genau, sehr elegant. Geht auch. Genau, machen wir so. Schon mal gelernt wieder. Ja, Badezimmer hatten wir ja eben schon mal ganz kurz. Die Oberschränke, ich fülle noch mal kurz rein. Wir haben eben hier noch ein schönes Badezimmer, Waschbecken. Und jetzt hatte ich Ihnen ja noch was gesagt zu den Kiddies. Ne? So, der Herr Schneider, der filmt mal. So, und jetzt haben wir nämlich Folgendes. Sie haben ja die Lamellentür. Ne? Und jetzt, ich weiß, wir müssen so ein bisschen meiner Hand folgen, Herr Schneider. Jetzt sind die Kiddies ja ein bisschen kleiner. Ne? So, und die Kiddies, die stehen dann hier mit ihrem Körperchen und... Ne? Und jetzt müssen ja sauber gemacht werden. Und jetzt machen sie eins, jetzt bleiben sie nämlich draußen. Sie bleiben draußen, die Kids stehen dann hier in dem Bereich. Gucken Sie mal, wie viel Platz hier unten nämlich ist. Ja? Dann können Sie die Brause nehmen, können Sie die Kids hier unten abduschen. Und dadurch, dass die Lamellentüre jetzt gar nicht öffnet wie eine andere Türe, können Sie das nämlich wunderbar machen. Also die Kiddies mal eben hier... in dem Bereich abduschen ist durch die Lamellentür wirklich eine super Sache. Richtig gut. Ja, Laderaum wollten wir uns noch anschauen. Ja. Ne? Genau. So, gehen wir mal einmal hier vorbei an unserem Flex. In der Familienvariante. So, und jetzt nehme ich noch mal hier das Kuschelkissen raus, damit wir ein bisschen mehr Tageslicht haben. Und dann schauen wir einfach noch mal hier rein. Und dann ist jetzt das, was ich meinte. Ne? Graue Stapelboxen, ne? Können Sie hier unterbringen ohne Ende. Hier in dem Bereich können Sie dann auch noch Utensilien wunderbar unterbringen. Da hätten Sie also die Möglichkeit, zum Beispiel Kabeltrommel, Auffahrkeile, solche Sachen zu platzieren. Und auf der anderen Seite haben wir sogar noch einen weiteren Stauraum, nämlich hier in der Mitte zwischen Heizung und Gaskasten. Ist auch noch mal ordentlich Platz für Utensilien. Das ist der größte, den ich bis jetzt filmen will. Ja, ist also wirklich, ich sag mal, auch von der Konstruktion her ein echtes Familienfahrzeug. Also hier geht es jetzt nicht darum, einfach nur zu sagen, das ist Behelf. Nee, hier können Sie wirklich mit der Familie auch einen Urlaub machen, wo Sie echte Urlaubsqualität haben, wo Sie keine Kompromisse eingehen können. Das ist schon super. Gaskasten haben wir auch. Und der hat also auch noch so ein bisschen Überkapazität. Wir haben also hier die Möglichkeit, zweimal 5 Kilo Gas unterzubringen. Und dann hätten Sie hier im vorderen Bereich sogar noch die Möglichkeit, wenn Sie darauf achten, dass die Lüftung frei bleibt, irgendwas anderes zu platzieren. Ja? Also ein echtes Highlight, ein echtes Familienfahrzeug. Richtig, richtig gut durchdacht. Ist wirklich toll konstruiert. Und ja, ich sage jetzt mal bei der Gelegenheit... Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei unserem Familienflex hier und können sich zum Flex auch auf unserem Konfigurator alles anschauen unter www.clever-reisemobile.com. Sie können den Herrn Schneider anrufen über unsere allgemeine Nummer, das ist die 02336479165 oder, und die müssen wir nachgucken, weil die haben wir noch nicht im Kopf. Sollten wir aber mal, ich merke mal die Vorwahl. 0176, jetzt Sie, 458 422 38. Ja. Sie können aber auch hier diesen QR-Code scannen. Zack. Wenn Sie den QR-Code scannen, dann können Sie sich direkt einloggen, sozusagen. Und wenn Sie jetzt sagen, endlich, Schatz, guck mal, endlich, da ist er. Der Familienwagen, der Familienkastenwagen, dann können Sie sich den auf unserem Konfigurator ganz persönlich konfigurieren. Ja, wir freuen uns auf Ihren Besuch in Schwelm, Nordstraße 19 und sagen bis dahin, tschüss. Ciao. Ciao.